zurück. Wir möchten gerne mit dem zweiten Teil des Abends beginnen, nachdem wir unsere Hirnzellen, glaube ich, etwas mehr Sauerstoff zugemutet haben jetzt. Der zweite Teil des Abends wird von Christoph von Wert moderiert. Allen Bernerinnen und Bernern hier im Raum ist er natürlich ein Begriff. Ich möchte aber betonen, dass er auch promovierter Osteuropa-Historiker ist und gleichzeitig, wie bereits heute Abend schon erwähnt wurde, Mitinitiant der Gründung der Osteuropa-Studien Bern-Fribourg. In dem zweiten Teil des Abends wird es jetzt heute noch darum gehen, was hat denn genau die Schweiz mit Osteuropa zu tun und warum gibt es uns auch hier und warum beschäftigen wir uns hier mit Osteuropa? Vielen Dank. Szanowny Panie Prezydencie, Magnifizenz, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen zu unserem Podiumsgespräch. Ein einleitendes Wort, das Sie wahrscheinlich heute Abend auch schon gehört haben, wenn wir immer wieder von Osteuropa sprechen werden, dann ist das natürlich ein Oberbegriff für eine sehr vielfältige Region. Verzeihen Sie uns also diese Vereinfachung. Aber damit zu den Podiumsgästen. Ich möchte eigentlich einsteigen, indem ich Sie frage, und ich beginne natürlich mit der Dame in der Runde, mit Frau Honecker, Chefin Regionalkoordination Osteuropa und Zentralasien im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Was ist Ihre Beziehung zu Osteuropa, vielleicht auch persönlicher Natur? Wie sind Sie zu Osteuropa gekommen oder wie ist Osteuropa zu Ihnen gekommen? Ja, ich habe den Eindruck, Osteuropa ist eher zu mir gekommen, weil ich nämlich unbedingt ein Austauschjahr machen wollte, als ich im Gymnasium war. Ich habe mir gesagt, wenn man so das Leben lang in der Schweiz bleibt, dann ist das keine gute Sache, da wird man vielleicht ein bisschen engstirnig und das ganze Leben ist so ein bisschen vorprogrammiert, da muss ich weg, habe ich als Teenager gedacht, ja. Und dann habe ich diesen Katalog bestellt mit den Austauschmöglichkeiten und mit dem Vorsatz, in die USA zu gehen und habe gesehen, wow, da kann man in die ganze Welt reisen. Und dann gab es diesen großen Artikel, der hieß, dieses Jahr zum ersten Mal ist auch die Sowjetunion möglich. Da habe ich mir gesagt, das ist für mich. Und meine Eltern fanden es dann nicht so gut, aber ich fand es ganz gut. Und als ich dann endlich alt genug war, gab es die Sowjetunion nicht mehr. Aber die Region ist bei mir geblieben. Also letztlich ein Zufall, auch etwas, das geht, glaube ich, vielen von uns so, dass durch Zufall diese Beziehungen zu Osteuropa hergestellt wurde. Herr Ecker, Sie sind ehemaliger Direktor der Gebert-Rüff-Stiftung, die ja intensive Beziehungen zu Osteuropa gepflegt hat mit verschiedensten Projekten. Woher kommt Ihre Beziehung zu Osteuropa oder wie ist Osteuropa zu Ihnen gekommen? Darf ich ausholen, ohne lange zu werden? Also in meiner Kindheit gab es zwei Momente, da hat die ganze Familie geweint am Tisch. Das erste war 1963 und da ist Kennedy erschossen worden. Das war sehr bewegend in unserer Familie. Und das zweite Mal haben wir geweint 1968, als die Russen in Prag einmarschiert sind. Und für mich war als Kind Osteuropa eine völlig unbekannte Welt. Ich musste dann lernen, es gab einen eisernen Vorhang. Ich habe dann in der Sekundarschule junge Lehrer gehabt, das waren 68er. Die haben uns erzählt von Kuba und vom Sozialismus und von Che Guevara. Und lustigerweise in der Kantonsschule, im Gymnasium war es umgekehrt. Da waren unsere Lehrer Obristen im Generalstab. Und haben uns verdächtigt kommunistischer Umtriebe, weil wir lange Haare hatten. Und ich war als Jugendlicher interessierter etwas konfundiert. Ich war etwas verwirrt, habe mich dann beschäftigt mit dem Marxismus-Leninismus und bin dann in den frühen 70er Jahren alleine in die DDR gereist. Und das war möglich, weil ich mich eingeschlichen habe beim Kirchenaustausch. Landeskirche des Kantons Thurgau und die Landeskirche des Landes Sachsen-Anhalt, die hatten eine Partnerschaft, es ging vor allem um Geld und ich habe mich da einschmuggeln können, habe die DDR bereist und habe dieses sonderbare
realsozialistische System von innen erlebt. Und bin, ich glaube, ich habe mehr gelernt in diesen paar Wochen, als ich in meinen vielen Jahren im Geschichtsunterricht zu diesem Thema 20. Jahrhundert gelernt habe. Und daher kommt von mir eine Affinität für dieses unbekannte Territorium, von dem ich wusste, dass es in meiner Familie früher eine Rolle gespielt hat, dass man also hat reisen können nach Petersburg. Entschuldigung, dass ich Danzig sage. Nach Danzig hat man reisen können. Ich wusste auch, dass es Philosophen gab, die Kant in Königsberg gelehrt haben. Aber für unsere Generation, und ich möchte die Studenten, Studentinnen daran erinnern, ich bin 1958 geboren, ich bin ein alter Herr, ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Für uns waren die Menschen auf der anderen Seite des Vorhangs unsere Feinde. So sind wir, wie soll ich sagen, sozialisiert worden. Ich habe in der Rekrutenschule in St. Gallen bei den Füsilieren gelernt, die russischen Flugzeugtypen zu unterscheiden, die Panzer. Und ich habe gewusst, woher das Böse kommt. Und deshalb verstehen Sie, wenn ich so darüber spreche. Und Osteuropa war für mich dann einfach eine, nicht eine Obsession, aber ein großes Interessensfeld. Und ich konnte dann im Rahmen der Geber-Trüff-Stiftung dieses Osteuropa zu einem Teil meiner Arbeit machen. Ich war sehr dankbar dafür. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Vielen Dank. Also man sieht auch, wie diese Epochenschwelle von 1989 wirklich ein Vorher und ein Nachher geschaffen hat. Das sieht man an Ihrem Beispiel. Herr Kube, Sie sind Leiter des Instituts Religion und Gesellschaft in Ost und West, auch bekannt unter dem Namen G2W, eine andere Generation wiederum. Wie ist Osteuropa zu Ihnen gekommen? Ich glaube, zuerst familiär. Mein Vater war ein Gymnasiallehrer und hat in den 80ern schon Austausche nach Warschau und nach Moskau gemacht, also noch im Kalten Krieg, was natürlich immer damals noch ein größeres Abenteuer gewesen ist, da ja einfach so ein gewisses Vorinteresse, eine Vorprägung. Mitte der 90er war ich zuerst in Prag. Ich muss sagen, Prag war reizvoll, aber habe ich dann doch nicht so gefesselt, wie an sich die nächste Station, auch durch einen Jugendaustausch. Zwar nach Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg 98, 99, wo es darum ging, was deutsche Jugendliche zum Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes leisten können. Das hat mich einfach so gefesselt, das Land, die Menschen, auch die Geschichte, dass ich dann 2001, 2002 über 9/11 da auch das Auslandsstudium gemacht habe. Und so ist im Prinzip so mein Schwerpunkt, mein Interesse vor allen Dingen in dieses Gebiet, was man heute als Westbalkan bezeichnet, gelangt. Vielen Dank, Herr Franzen. Mir war das viel weniger politisch. Das war Tretjak, Makarov, Krutov, also die sowjetische Eishockey-Mannschaft, die man immer gestaunt hat. Und dann halt die Bilder, die Paraden am Roten Platz und so als Kind, das haben wir immer im Kopf gehabt. Und dann ja eben auch anfangs 93 bin ich das erste Mal dann nach Russland, Baltikum, Polen. Ich weiß nicht, das Mikrofon ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Profi, okay, so ist es besser. Okay. Jedenfalls dann, eben, das waren die ersten Berührungen damals, ganz interessant. Inzwischen habe ich, glaube ich, 12 oder 13 Jahre in Russland gelebt. Meine Frau ist Russin, meine zwei Kinder, die auch hier im Saal sind, das sind Russen und Schweizer, die haben Bürgerort Bettmeralb im Wallis und Moskau. Also das sind so die zwei Pole, wo wir uns drin bewegen und immer auch mit beiden engen Kontakt haben. Vielen Dank. Also wir sehen an all diesen Beispielen, wie dieser Umbruch 89 doch ganz neue Optionen eröffnet hat, neue Perspektiven, eben auch die Kontakte ermöglicht hat, die zuvor vielleicht nicht so einfach waren. Was hat Ihnen persönlich, ich beginne mit Herrn Ecker, ganz persönlich, was hat Ihnen diese Beschäftigung mit Osteuropa über die Jahrzehnte gebracht? War das nur mühsam? Von Ihrer Person ganz persönlich, war das vor allem mühsam? War es bereichernd? Es war mühsam und bereichernd, würde ich sagen. Ja. Also bereichernd in dem Sinne war es, als dass ich diesen Teil Europas auch nur zu einem Teil habe entdecken können.
Also das war für uns, noch einmal von meiner Generation, etwas Sensationelles. Eben diese Bilder von den 1. Mai-Paraden in Moskau, dieses Feindbild, das wir in uns trugen, das war plötzlich weg und wir konnten in diese Länder reisen. Das war eine fantastische Sache. Das ist heute normal. Und die Normalität dieser Situation, dass eben Mitteleuropa wieder mitten in Europa ist, die ist etwas Wunderbares und trotzdem ist es so, dass hier riesige Unterschiede bestehen. Also Polen ist wahrscheinlich das möglicherweise eines der am weitesten entwickelten Länder in diesem Chor von Europa. Ich bereise jetzt oft Südosteuropa, wo der postsowjetische Geist in einem Maße noch vorhanden ist, im täglichen Leben, im Wirtschaftsleben, im Kulturleben, dass es fast unfassbar schwierig ist, überhaupt eine Kommunikation aufzubauen. Und das ist mühsam. Projekte zu realisieren in einem baltischen Land ist eine einfache Sache. Also etwa so schwierig wie in der Schweiz, ja. Aber Projekte in Armenien zu realisieren, ist unendlich schwierig. Mühsam und sehr, sehr bereichernd. Also ich persönlich habe mich beruflich immer am liebsten in Unsicherheiten bewegt. Deshalb hat für mich in der Arbeit mit Osteuropa immer das Mühsame war das Positive, das Bereichernde. Ja, vielen Dank. Und Frau Honecker, Sie müssen sich jetzt nicht als Diplomatin ausdrücken, sondern dürfen durchaus persönlich frei sprechen. Danke. Sicher, die Sprachkenntnisse sind ein extrem wichtiger Faktor, weil jede Sprache, die öffnet ja die Tür in eine völlig neue Welt. Also ich denke, mit der Aneignung des Russischen habe ich mir wirklich etwas erschlossen, was ich nicht missen möchte. Ich finde aber auch, wenn ich zurückdenke an die Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da hat mir mein Vater einmal gesagt, ich glaube Anfang 91 war das, er hat jetzt verstanden, was der Unterschied ist zwischen Russland und der Sowjetunion. Weil vorher war ihm das offenbar nicht klar. Und dann hat er aber gesagt, er glaubt nämlich, dass Russland der europäische Teil der Sowjetunion sei und dann das Ganze zusammen die Sowjetunion. Das heißt, völlig falsch. Und nicht, weil er politisch nicht interessiert war, nicht, weil er nicht gut ausgebildet war, sondern weil wirklich diese Generation einfach überhaupt nichts wusste über die ganze Region. Und dann für mich die Möglichkeit, die einzelnen Länder zu entdecken, die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, die Geschichten, die Sprachen, das finde ich, das ist ein sehr großes Geschenk, das wir haben, dass wir das können und dürfen. Sie beide, Herr Kube und Herr Franzen, Sie haben Regionalperspektiven sicherlich auch. Herr Franzen, Sie waren vor allem ja in Russland. Was hat Ihnen persönlich auch diese Zeit in Russland gebracht, neben der Staatsbürgerschaft für Ihre Kinder? Ja, meine Frau, das ist auch das ist der Hauptgrund. Oh, nee, das war eigentlich ging es mir sehr ähnlich mit der Christin, mit der Sprache. Das ist natürlich schon ganz neue. Es ist einfach ein riesiges Land und die ganze ehemalige Sowjetunion ist einfach riesig. Und wenn man sich mit Russisch durchschlagen kann, dann kann man eben auch nach Tadschikistan, Kirgisistan, in all diese Länder. Und man kommt überall durch. Und das sind einfach für jemanden, der aus der Schweiz kommt, auf einmal riesige, riesige Weiten, riesige Perspektiven, die man erfahren kann, wo man auch schnell mit den Leuten in Kontakt tritt. Und das ist schon das, was eigentlich am meisten Eindruck macht und am meisten bleibt dann. Vielleicht ist ja das gerade das Faszinierende für uns Schweizerinnen und Schweizer, dass Osteuropa uns eigentlich ganz neue Möglichkeiten und ganz neue Perspektiven aus einem doch eher kleinen Land eröffnet. Herr Kube, Sie mit dem Westbalkan. Also ich kann mich beim Thema Frau anschließen. Meine Frau ist also nicht aus Ex-Jugoslawien, aber deutsch in Belgrad studiert hat. Ich in Sarajevo, immer die Debatten, welche von den beiden Städterinnen die schönere, die lebenswertere ist. Dann natürlich auch das mit der Sprache, würde ich sagen, es erschließt ein neuer Horizont, halt auch zu denken, sich auszudrücken. Und ganz persönlich würde ich sagen, einfach Freundschaften, die entstanden sind. Ich war jetzt vor zwei Wochen wieder in Sarajevo und auch nach 17, 18 Jahren, dass Freundschaften geblieben sind und auch Gespräche bleiben, wo einfach ganz auch verschiedene Horizonte. Ich merke immer, es macht Spaß, auch sich auszutauschen, aber ich merke auch, wie unterschiedlich teilweise diese Lebenskontexte sind und auch so in der Rückschau, wenn ich jetzt gucke, also meine Jugend, Schulzeit,
Studentenzeit der 90er Jahre ist natürlich ganz anders verlaufen als der Menschen, die jetzt im frühen Jugoslawien gelebt haben, die Krieg, Vertreibung, Flucht miterlebt haben. Was auch nochmal einfach in der Rückschau für mich einfach so eine Anfrage ist, also wie teilweise naiv habe ich in den 90er Jahren gelebt. Das war ja für uns schon ein Thema in den Nachrichten, was man geschaut hat, aber es war natürlich nicht irgendwie ein Thema, mehr, was mich zu der Zeit irgendwie mehr innerlich bewegt hätte. Sie geben mir eigentlich gerade das Stichwort auch für den nächsten Themenblock. Es sind ja 30 Jahre Wende in Osteuropa und mit den Entwicklungen in Russland, mit den Entwicklungen in Polen, in Ungarn, um einige Beispiele zu nennen, könnte man ja geneigt sein, zu sagen, ja, war diese Wende wirklich ein Erfolg? Sind wir jetzt alle 30 Jahre später ernüchtert? Wie würden Sie versuchen, trotzdem eine gewisse Rückschau, eine gewisse Bilanz zu ziehen? Müssen wir ernüchtert sein oder müssen wir doch das Positive letztlich immer noch viel stärker gewichten? Ja gut, wir waren vielleicht schon ein bisschen naiv Ende 80er, Anfang 90er Jahre, weil das hat ja die Frau Riechers auch gesagt, man war davon ausgegangen, dass das jetzt ganz wenige Jahre dauern wird und dann haben wir es mit liberalen Marktwirtschaften zu tun, ganz normale europäische Länder. Naja, so schnell geht das ja nicht, es geht ja bei keinem Land so schnell. Und von dem her würde ich nicht sagen, dass wir ernüchternd sein müssen. Wir haben einen Austausch untereinander, diese Länder und wir. Wir haben die Möglichkeit zu reisen von allen Seiten. Wir tauschen uns aus, wir knüpfen Beziehungen, wir haben Kulturbeziehungen. Die Bildung, die Forschung, die tauscht sich aus. Also ich finde, das wäre schon sehr schade, wenn wir sagen würden, das war keine Wende. Ja. Herr Franzen, ja. Mit der Russland-Erfahrung. Gut, das ist natürlich ganz unterschiedlich wie bei den Leuten allgemein. Aber was mir einfach viel aufgefallen ist, wenn ich mit Männern, auch mit Frauen geredet habe, auch so in meinem Alter, was, und auch die Kinder haben, was eigentlich der größte Wunsch für alle immer war, wir hoffen, dass es unseren Kindern eines Tages besser geht. Und das ist etwas, was man immer oft gehört hat. Und in Russland, wo ich war, ging es dann immer ein bisschen besser. Aber jetzt, wenn ich so an die letzten 2-3 Jahre denke, in Russland, auch in der Ukraine und in anderen Ländern, hört man es eben doch wieder. Ist unterm Strich bei vielen Menschen auch eine große Enttäuschung da. Und eben der Wunsch, wir hoffen, dass es den Kindern besser geht, aber eben oft fehlt ein bisschen der Glaube da. Ich habe das Gefühl, es Anfangs 90er Jahre oder 2000, 2001, wo ich da war, da war noch mehr die Hoffnung da, doch jetzt kommt es, jetzt geht es dann. Aber jetzt habe ich heute das Gefühl, viele Menschen sind müde und enttäuscht. Das ist ganz so, es gibt verschiedene, aber viele sind müde und enttäuscht. Das ist so meine. Und müssen wir dafür nicht auch ein gewisses Verständnis haben? Also ich sehe das auch aus meinen Erlebnissen, wenn man sieht, wie stark sich diese Gesellschaften gewandelt haben und welche Herausforderungen sie bewältigen mussten, dann war das ja eine unheimliche Kraftleistung, ein unheimlicher Effort, wo man eigentlich ja erwarten musste, dass auch eine gewisse Erschöpfung vielleicht eintritt, eine gewisse Pause. Das Problem ist, dass es ist ein Auf und Ab. Also als ich 2007 fürs Fernsehen in Russland angefangen habe, war das Wirtschaftswachstum 7-8%. Die Leute haben Wohnungen gekauft, haben daheim ihre Wohnungen renoviert und alles. Es war wirklich ein Reif noch drin im Land. Und jetzt, 10 Jahre später, haben wir ein bisschen das Gefühl, das sind verlorene 10 Jahre. Haben Sie das in Ihren Projekten, Herr Ecker, auch gespürt, so eine gewisse Erschöpfung, eine gewisse Ernüchterung, ein gewisses Nachlassen des Elans? Also im Umfeld unserer Projektpartner natürlich nicht, denn diese Projektpartner waren oder sind privilegierte Menschen, die in einem System eigentlich das realisieren können, was ich immer erträumt habe, dank dem Geld aus dem Westen. Das ist wunderbar. Die sind sehr glücklich. Ich würde auch sagen, so über den Daumen gepeilt, ein großer Teil dieser Bevölkerungen haben Hoffnung in die Zukunft, aber
ein nicht zu unterschätzender Teil der Bevölkerung sind Verlierer dieser Entwicklung, dieser raschen Entwicklung. Die ist, Sie haben gesagt, Herr Präsident, eine stille Revolution, aber die Revolution hat viele Opfer gehabt. Ich denke an die älteren Menschen, ich denke an die Disprivilegierten, die vorher vielleicht schon nicht viel hatten, die konnten diese Bildungsoffensive nicht mehr machen. Davon höre ich natürlich sehr viel. Und wenn ich ganz angriffig sein darf, was ich festgestellt habe, ist halt auch, dass im Rahmen dieser Erweiterung des Europabegriffs sich neue Eliten in diesen Ländern herausgebildet haben, die von diesen Zurückgelassenen als neue Nomenklatura bezeichnet werden. Das sind geschmeidige Politiker, Funktionäre, international tätige Menschen, die privilegiert sind und den Blick für den Simpel im Hinterland nicht mehr haben. Und daher ist jetzt meine Meinung, ich würde nicht von allen, die Mühe haben, als von Populisten sprechen. Das tut mir einfach weh, weil das sind nicht Populisten, das sind völlig orientierungslose Menschen. Wir haben die auch in der Schweiz, einfach in einem kleineren Maße, weil unsere Marktwirtschaft ein Stück sozialer ist als diese. Letztlich sind es Emerging Markets mit all diesen frühkapitalistischen Problemen. Aber klar, es gibt viele Zurückgelassene, viele Hoffnungslose. Wenn Sie durch die Straßen irgendwo in einem, eben ich komme jetzt wieder auf Südosteuropa, weil ich da viel bin, wenn Sie nachts durch die Straßen von Jerewan gehen, dann verlieren Sie manchmal auch den Glauben an die Entwicklung. Wenn Sie diese älteren Menschen sehen, zu Hunderten, wie sie dort irgendwo liegen und versuchen, den nächsten Tag zu erleben im Winter. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal den Helikopter einschalten und das von oben schauen. Nein, wir haben allen Grund, zufrieden zu sein. Also das kostet etwas. 70 Jahre Stillstand kostet etwas. Und das kostet halt auch den Mut und den Glauben vieler, vieler Menschen. Wie sieht das im Westbalkan aus? Das ist immer schwierig. Oder vielleicht eine Vorbemerkung, was mir schon den ganzen Abend aufgefallen ist, vielleicht jetzt eine typisch deutsche Vorbemerkung. Wenn wir diese Debatte jetzt in Deutschland führen würden, gerade mit ostdeutschen Bürgerrechtlern, und dauernd den Begriff Wende nehmen, wäre das Fußscharen jetzt schon relativ groß. Weil natürlich ist gerade eine Debatte auch in deutschen Feuilletons wieder, der Begriff Wende kommt ursprünglich von Egon Krenz, dass viele Bürgerrechtler sich dagegen verwahren und lieber von friedlicher Revolution reden. Ich habe kein Problem mit der von Wende zu reden, aber man merkt auch da, finde ich schon, die verschiedenen Erinnerungstypen, wie benennt man einfach diesen Umbruch von 89? War es eine Wende oder war es wirklich eine Revolution, wie wir auch in der Keynote gehört haben? Ich würde es jetzt auf die Frage zurückzukommen, sagen, es ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ein Aspekt würde ich sagen, Blick auf den Westbalkan, was, glaube ich, ganz viele auch junge Menschen merken, diese erniedrigende Prozeduren der Visa-Antragstellung, die ja immer langwierig gewesen sind, mit Anstehen vor der Schweizer, vor der deutschen Botschaft, stundenlang im Anstehen. Ich glaube, da merken jetzt nicht wir, aber halt die Menschen, die in den Ländern leben, ja ganz konkret, was es halt bedeutet, dass 89 diese Wende eingetreten ist und dass es mittlerweile Visa-Erleichterungen gibt. Ich würde vielleicht auch sagen, was wir auch in der Keynote gehabt haben, klar, diese illiberale Wende haben wir nicht nur in Mittel-, Süd- oder Osteuropa, Trump und so weiter. Ich würde aber schon nochmal unterstreichen wollen, dass viele der Protagonisten in Ost-, Mittel-, auch in Südosteuropa Politiker auch schon damals gewesen sind. Kaczynski, Orban haben schon in der Wendezeit eine Rolle gespielt, bei Südosteuropa Vucic, Djukanovic in Montenegro. Das heißt, ich glaube, wir haben schon nochmal eine eigene Situation in diesen Ländern, Ost-, Mittel- und Südosteuropa, dass da auch Akteure am Werk sind, die mittlerweile 30 Jahre in verschiedenen Funktionen Verantwortung oder eben nicht Verantwortung tragen, um so besser zu sagen, dass man da vielleicht doch auch Rückblick auf 89 sehen sollte. Diese Revolutionen, wenn wir es mal so nennen wollen, waren auch nationale Revolutionen. Sie waren nationale Revolutionen gegen Moskau oder im jugoslawischen Fall gegen Belgrad. Und ich glaube, diese nationale Spur spüren wir heute deutlicher, wenn es darum geht, gegen Brüssel oder gegen Berlin, dass viel eher diese nationale Spur auch wieder zum Tragen kommt. Und ich fürchte, sie hat schon in den Anfang genommen, 89, 90. Das ist keine neue Entwicklung. Es ist keine einfach nur eine illiberale Wende vergleichbar wie Trump oder Le Pen in Westeuropa. Sondern ich denke schon, dass man da auch Kontinuitäten sehen kann, die letzten 30 Jahre. Sie geben mir das Stichwort, ist es nicht auch etwas einfach, wenn wir eben auf Polen, auf Ungarn, auf Russland zeigen und sagen, das seien autoritäre, illiberale Systeme, die sich da jetzt durchgesetzt hätten. Wenn wir bei uns selbst im sogenannten Westeuropa, oder Sie haben auch die Vereinigten Staaten angesprochen, dann sehen wir ja hier durchaus vergleichbare Phänomene. Sie haben es jetzt historisch etwas tiefer verortet, aber
Populismus ist nicht zwingend ein Phänomen. Man kann es auch positiv durchaus oder mit gewissem Respekt sehen, dass nur für diese genannten Länder typisch ist, sondern eben auch für die Vereinigten Staaten, Italien, Brexit, England. Also wir haben da ähnliche Reaktionen auf, würde ich jetzt mal als These in den Raum werfen, wie wir das eben auch in Osteuropa haben, einen gewissen Backlash, eine Antwort all jener, die sich vergessen, abgehängt fühlen. Also müssten wir dafür nicht auch etwas Respekt haben, dass das halt passiert und dass man wirklich die Leute vergessen hat? Frau Honecker, ich weiß nicht. Ja, ich würde das schon mit unterschreiben. Und zwar hören wir das oft in unseren Gesprächen mit verschiedenen Partnern in Osteuropa. Wenn wir, weil die Schweiz offiziell hat ja das Ziel, die Stabilität und die Prosperität dieser Staaten zu stützen und die zu unterstützen, dass sie dahin gelangen, wo sie hinwollen. Und wenn wir dann, und es ist aber nicht so, dass wir irgendwie von außen kommen und sagen, da habt ihr jetzt ein Programm und das machen wir jetzt, sondern es ist ja immer ein Austausch, dass man sagt, ja, was braucht ihr und was wollt ihr? Und sehr oft hören wir, dass was wir am meisten brauchen, sind Vorbilder. Wir brauchen euch in der Schweiz, dass ihr das gut macht, damit wir Vorbilder haben. Und wenn man sieht, dass es funktioniert und dass es geht mit den Menschenrechten oder mit den demokratischen Systemen und mit den Wahlen und was weiß ich, all die Themen halt, dann können wir es bei uns auch besser umsetzen. Also nicht verzagen und diese Kontakte aufrechterhalten. Wie nehmen das die Menschen in Russland wahr, wenn man sagt, sie seien quasi wieder in ein autoritäres Regime zurückverfallen? Fühlen sie sich dadurch nicht ausgegrenzt, erneut? Oh, gut, das ist natürlich eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, wer man fragt und wo das ist. Aber es ist natürlich ein... Also was ich, wenn ich es wieder mit früher vergleiche, ganz am Anfang, war viel so eine Antwort, die man bekommen hat. Und das, die Europa ist schon delico. Also unser Weg nach Europa ist noch lange. Und Europa war wirklich ein Ziel. Es war auch ein Ziel, glaube ich, natürlich besser zu verdienen, bessere Jobs zu haben, aber auch weniger Korruption und vielleicht auch mehr Freiheit und Demokratie. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, Europa als das Ideal oder das Ziel, das ist vielfach in den Diskussionen nicht mehr da. Hat natürlich auch mit der russischen Propaganda zu tun, dass Europa als schwach dargestellt wird. Gay Europa, also Europa ist schwach, ist schwul oder homosexuell, das ist natürlich ganz ein wichtiges Thema. Und da hat es schon eigentlich vor allem seit 2014 einen starken Bruch gegeben. Und ich habe es auch vielfach gemerkt in meiner täglichen Arbeit, als ich vor 10, 15 Jahren noch in einem russischen Provinzdorf war, dann war vielfach, aus der Schweiz und kommen Sie und wieso sind Sie bei uns, das freut uns und einfach eine Offenheit. Und jetzt ist vielfach so ein Misstrauen schon da in den letzten Jahren. Ja, wieso fragen Sie das? Meinen Sie, bei euch ist alles besser oder so? Also es ist ein bisschen, also es ist schon ein Graben, der tiefer geworden ist in den letzten 5, 6 Jahren. Haben wir denn im sogenannten Westen diesbezüglich auch etwas grundsätzlich falsch gemacht? Ich stelle diese Frage in den Raum. Dass heute eben Europa oder dass die Schweiz vielleicht nicht mehr mit offenen Armen empfangen wird und nicht mehr als Vorbild gesehen wird. Also Stammtischniveau. Ich bin nicht in Russland tätig. Aber ich meine trotzdem zwischen Russland und den mittel- und osteuropäischen Ländern muss man schon eine gewaltige Grenze ziehen. Also ich kann über Russland nicht reden, aber ich kann über diese, über diese neuen Länder reden, die ehemals unter sowjetisch großem Einfluss gestanden haben, hinter dem eisernen Vorhang haben. Dort erlebe ich das eigentlich nicht so. Dort müssen wir einfach nicht diese Naivität von 89 wiederholen und meinen, Demokratie ginge so. Das geht einfach nicht so. Und gerade wir Schweizer neigen etwas dazu, im Ausland dann schnell einmal zu sagen, wir haben es erfunden und auch die Demokratie haben erfunden. Die meisten von Ihnen wissen zum Beispiel nicht, dass die direkte Demokratie relativ jung ist in der Schweiz und immer wieder abgeschafft wurde. Meistens, Entschuldigung, von den Politikern. Also im Zweiten Weltkrieg hat man praktisch eine
wie soll ich sagen, so eine Art von Notstandsverordnung gemacht und man war froh in Bern, weil man diese Leute reden nicht mit. Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte es Revoluzzer eines Formats von des Mikrogründers, des Mikrogenossenschaftsgründers, der zivilen Ungehorsam geübt hat und sozusagen das Establishment wieder zu dieser direkten Demokratie gezwungen hat. Also wir sind auch nicht eine Demokratie seit 1291. Und ich glaube, die Zeiträume sind einfach viel, viel länger und wir müssen akzeptieren, dass es verschiedene Demokratien gibt. Und dieser Demokratiebegriff, wenn wir den schweizerisch auslegen, kommen wir nicht so weit. Dann ist schon Deutschland keine mehr. Im Verhältnis zum Westbalkan sehen wir da auch so Tendenzen, sich eigentlich nicht mehr auf Europa in Anführungszeichen immer orientieren zu wollen, wie das in Russland der Fall ist. Dass man sich auch dort etwas von Europa verlassen fühlt. Ich finde, man sieht ja beides. Also man muss ja auch gucken, welche Politik jetzt Brüssel macht. Nehmen wir das Beispiel Nordmakedonien. Man hat vor 2 Jahren diesen unseligen Namensstreit mit Griechenland beendet im Prespa-Abkommen. Nordmakedonien hat von Regierungswechsel erlebt, hat an sich sämtliche Reformen umgesetzt. Und jetzt ist es Frankreich und Irland, die einfach bremsen mit dem EU-Erweiterungsprozess, dass man überhaupt die Verhandlungen aufnimmt. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal, wenn man das einzige gerade im Moment positive Beispiel im Westbalkan, Nordmakedonien, was sich an sich bemüht, die Voraussetzungen des Acquis Communautaire zu erfüllen, dass dem eigentlich gesagt wird, auf inner Brüsseler Gründe, nein, die Tür ist zu, obwohl er an sich die Voraussetzungen erfüllt, dann ist natürlich das Signal fatal, sowohl Richtung Ukraine wie auch den Westbalkan, wenn man einfach ein Versprechen abgibt, und das hat man abgegeben 2001 Thessaloniki über den Westbalkanstaaten, werden die Hausaufgaben erfüllt, dann kommt ihr rein. Wenn man dann aber sieht, man erfüllt die Hausaufgaben und kommt trotzdem nicht rein, dann wird es problematisch. Und der andere Aspekt ist einfach, man sieht es ja verstärkt seit der Flüchtlingskrise 2015, dass man auch in Brüssel auf Vucic und auf andere Autokraten im südosteuropäischen Raum setzt, die halt die Grenzen dicht machen, damit halt die Flüchtlingsströme nicht über Griechenland, den Westbalkan, nach Mittelzentraleuropa gelangt. Also auch da ist das ja eine sehr Politik der Doppelstandards, wo man einfach sagen muss, welches Signal kommt dann in Belgrad, in Sarajevo, in Skopje an. Also da würde ich sagen, verstehe ich natürlich, wenn in den jeweiligen Ländern auch das Zutrauen in die Schweiz, in Brüssel einfach geringer wird, zu sagen, ja, Moment, ihr gebt ein Versprechen ab, das ist eigentlich die Liste, die wir erfüllen müssen, und dann macht ihr euren Teil der Hausaufgaben nicht. Also ich glaube, das ist natürlich das Problem, was wir jetzt in Anführungszeichen im Westen haben, zu sagen, also wie wollen wir euch damit umgehen, dass wir erst unsere internen Probleme, also sprich Vertiefung der Union, lesen müssen, oder ob man zeitgleich auch eine Erweiterung der Europäischen Union angeht. Jetzt sind Sie, Frau Honecker, fast angesprochen als Vertreterin der offiziellen Schweiz. Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern können, aber würden Sie sagen, dass vielleicht auch die offizielle Schweizer Außenpolitik gewisse Fehler gemacht hat? Wenn Sie es nicht beantworten wollen, können Sie es gleich sagen, dann lassen wir es bleiben. Ja, ich finde es nicht so einfach. Das hat ja der Herr Präsident auch schon beantworten müssen. Was hätten Sie anders gemacht? Naja, mit dem heutigen Wissen hätte man vielleicht schon das eine oder andere anders gemacht. Ich habe allerdings den Eindruck, dass wir, und das ist ja, was man dem Westen sehr vorwirft, dass er nicht zugehört hat. Ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich immer sehr gut zugehört, um auch zu verstehen, was die Länder bewegt und was sie wollen und was sie können und was sie nicht können. Vielleicht hätte man es noch aktiver machen können, aber man ist ja immer so klug, wie man gerade ist, und das die eben nicht Wende, sondern die Revolution, die kam ja doch sehr plötzlich. Das heißt, da mussten alle irgendwie reagieren und agieren. Also es war für alle eigentlich ein Sprung ins Unbekannte auch. Ja. Wenn wir gleich bei der Rolle der Schweiz bleiben, die offizielle Außenpolitik, aus Ihrer Sicht, welche Rolle kann hier die Schweiz als kleines Land in Osteuropa spielen und welche Rolle hat sie auch gespielt? Ich finde, was die Schweiz kann, hat man sehr gut 2014 gesehen, mit der Annexion der Krim. Da hat sich der damalige Bundespräsident Burkhalter, der auch den Vorsitz der OSZE hatte, wirklich sehr, sehr stark engagiert.
weil eben die OSZE als einzige Plattform, wo all die verschiedenen betroffenen Parteien gleichberechtigt drin sind, sich auch gut geeignet hat dafür. Ich denke aber nicht, dass es so gut gegangen wäre, wenn nicht ein Schweizer diesen Vorsitz gehabt hätte. Weil die Schweiz mit ihrer sehr vorsichtigen Außenpolitik eben weiterhin in der Lage ist, mit allen zu sprechen. Und ich finde, das Schutzmachtmandat, das wir haben für Russland in Georgien und für Georgien in Russland, ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben sogar nicht nur in eine Richtung, wie das oft passiert, sondern in beide Richtungen die Schweiz diese Kontakte halten kann und diesen Dialog aufrechterhalten kann. Also ich glaube, was wir am meisten können und auch tun sollen, ist diese Kontakte aufrechterhalten und pflegen und uns nicht daran beteiligen, wenn allzu stark polemisiert wird, damit wir eben diese Rolle dann auch spielen können, wenn es nötig ist. Sie haben die Frage der Krim, der Annexion angesprochen. Sie waren damals in Russland. Hat man da die Rolle der Schweiz, diesen Versuch? Ja gut, die Schweiz in Russland kommt die natürlich sehr gut an, jetzt in der Position, weil sie eben auch nicht EU ist und nicht NATO. Und du hast jetzt natürlich die Rolle der Schweiz sehr positiv dargestellt. Man könnte es auch ein bisschen kritischer sehen. Man kann sich auch fragen, wenn der ganze Westen Sanktionen ergreift, ist es wirklich richtig von der Schweiz, dass wir sagen, wir machen da nicht mit? Und wenn man dann zum Beispiel den russischen Botschafter irgendwo hat, wie in die Regionen reist, dann sagt er schon auch mal, mit der Schweiz könnt ihr nach wie vor gut Business machen, weil wir keine Sanktionen gegen Russland haben. Das stimmt aber nicht. Doch. Und na, das ist das eine. Und das andere ist, zum Beispiel, die offizielle Schweiz hat sich noch nicht durchgerungen zu sagen, dass der Konflikt in der Ostukraine eigentlich ein Konflikt ist zwischen Russland und der Ukraine. Also wenn ich die Berichte lese, dann heißt es, es ist ein Kampf zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Aber das ist ein Kampf zwischen ukrainischen Regierungstruppen und russischen Soldaten und russischen Söldnern und natürlich prorussischen Separatisten auch. Aber das ist heute vor allem Russland, der den Krieg aufrechterhält. Das ist einfach eine Tatsache. Ich verstehe es schon. Wenn ich mit Herrn Burkhalter oft darüber diskutiere, der sagt immer, also wir zeigen nicht mit dem Finger, weil solange dass wir nicht mit dem Finger zeigen, haben wir unsere Position, wir können den Dialog aufrechterhalten. Und das ist eine Position, die ich auch akzeptiere, die auch interessant ist, aber man kann es natürlich auch ein bisschen kritischer sehen. Also ja, selbstverständlich. Den Sanktionen zumindest sagen. Auch zum anderen, selbstverständlich. Wir haben ja die Maßnahmen, die verhindern, dass die Sanktionen über unser Territorium umgangen werden. Und das heißt eben genau, dass die nicht mit uns Business machen können und die können ihr Geld nicht auf unsere Banken legen. Doch, du kannst Schweizer Käse in Moskau kaufen, aber du kannst keinen Parmesan kaufen. Das ist ein minimales Geschäft. Ja, aber das ist symbolisch sehr wichtig. Schön. Also die offizielle Position des offiziellen Russland ist, es gibt keine Sanktionen der Schweiz. Also das ist das eine. Und das andere, was den Konflikt im Osten, genau, es gibt die Maßnahmen. Was den Konflikt im Osten der Ukraine betrifft, das musst du mal mit unseren Völkerrechtlern diskutieren. Das ist total kompliziert. Es zeigen. Ganz Europa sagt, es ist Russland, der diesen Krieg führt, aber die Schweiz, die offizielle Schweiz, sagt das nicht. Und dann kann man sich noch fragen, wie sinnvoll es ist, wenn alle das Gleiche machen und niemand sich den Rücken frei hält, um etwas anderes zu machen. Das genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich versuche hier die Stimmung etwas zu beruhigen. Sie können sich gerne noch Gedanken machen. Wir gehen eine Stufe hinunter von der offiziellen Schweiz weg. Sowohl Herr Ecker wie auch Herr Kube, Sie leiten Institutionen, Schweizer Institutionen, Sie haben Schweizer Institutionen geleitet, die eben in Osteuropa sehr aktiv sind, waren. Weshalb eigentlich? Wieso engagiert sich eine Gebert-Rüff-Stiftung in Osteuropa? Wieso engagiert sich die Kirche? Indirekt die AIR-Institut mitfinanziert an diesem Austausch mit Osteuropa. Macht das Sinn, die kleine Schweiz
das interessiert doch letztlich niemanden. Ich bin extra etwas polemisch. Aber, also ich glaube, ich muss auch hier wieder ausholen. Das wird etwas komplett unterschätzt. Es gab über diese 70 Jahre hinweg gab es im privaten Kontakt sehr, sehr enge Beziehungen zwischen Emigranten, hat man damals gesagt, aus diesen Ländern, die in der Schweiz leben, und ihren Familien vor Ort. Das darf man nicht unterschätzen, was da an, sagen wir mal, Wissenstransfer gelaufen ist, ohne irgendeine staatliche Förderung, ohne irgendeine Politik, ohne irgendein Konzept. Das ist gewaltig, auch was die finanziellen Mittel betrifft. Und aus diesem Privaten heraus gab es auch in diesen 70 Jahren immer wieder einzelne Personen, private Personen, die ihr Geld eingesetzt haben, um diesen Austausch mit diesen osteuropäischen Ländern, die weit weg waren und hinter dem Eisernen Vorhang, irgendwie aufrechtzuerhalten. Das Harmloseste waren eben kulturelle Projekte, auch zu Zeiten des Warschau-Pakts. Und jetzt die Geber-Drüsch-Stiftung, die wurde gegründet von einem Schweizer Unternehmer. Ein typischer Schweizer Unternehmer, ein Patron. Und der hat, dem hat man nicht angesehen, dass er ein Multimilliardär war. Ich erzähle eine Anekdote. Da kam vor etwa 20 Jahren die Sekretärin zum Rektor der Universität Zürich und sagte, da draußen steht ein Spengler und er will mit Ihnen reden, Herr Rektor. Und er sagte, er hat keine Zeit für den Spengler. Und dann ging sie raus und sagte dem Spengler, also der hat keine Zeit. Und dann ist der Spengler böse geworden und hat gesagt, ich will jetzt mit dem Rektor reden. Und dann hat der Rektor gesagt, frag ihn doch, was er will. Und er hat gesagt, er möchte gerne der Uni Zürich 200 Millionen schenken. Und dann hat der Rektor gesagt, ja bitte, soll doch reinkommen. Dieser Heinrich Gebert, ein typischer Schweizer Unternehmer, bescheidenes Leben. Am Schluss des Lebens hat er seine Milliarden nicht verteilt, sondern investiert, sozial investiert. Und ihm war als Schweizer ganz klar, dass auch ein Schweizer Unternehmer, wenn er Geld weggibt, eine Verantwortung hat, nicht nur für die Schweiz, sondern eben auch irgendwie außerhalb der Schweiz. Die Schweiz ein internationales Land ist. Und er hat in seinem Vermächtnis die Formulierung gebraucht, und er war damit kluger als die Leute von den Universitäten Freiburg und Bern, Mittel- und Osteuropa. Das kommt also aus der Feder eines Spenglermeisters aus Rapperswil-Jona. Mittel- und Osteuropa. Und das war 1997, diese Formulierung. Und das ist aber nichts Untypisches. Es gibt sehr, sehr viele große private Initiativen. Denken Sie an die Verbände. Da gab es Polenverbände. Es gab Baltikumverbände, es gab deutsch-baltische Verbände. Und diese Beziehung ist nie abgebrochen über diese 70 Jahre. Und insofern war die sehr, sehr rasch auch wieder im breiten Semi-institutionellen der Non-For-Profit-Organisationen in der Schweiz. Swiss Foundations zum Beispiel, der Verband der Schweizer Förderstiftungen, pflegt Mittel- und Osteuropa als einen der Schwerpunkte. Aber dann war es beim Fall der Geber-Drüsch-Stiftung wirklich der Stifter, der das ganz konkret gewollt hat. Also er hat nur formuliert kann, aber ich war dann der Gründungsgeschäftsführer und wir haben uns sofort verstanden. Und das war das erste Programm eigentlich, das wir gegründet haben. Der Stiftung war nicht in der Schweiz, sondern das hat geheißen Swiss Baltic Net. Das war ein Programm zur Nachwuchsförderung, also vor allem Studierendenprogramm, Austauschprogramm und Graduierte und Doktoratsstudierende. Das haben wir etwa 10 Jahre gemacht. Wir haben dann erst aufgehört in Baltimore, als die drei baltischen Länder Mitglied der EU geworden sind und damit natürlich an viel größere Finanzströme herangekommen sind. Also ein gewisser institutioneller Geiz ist bei Privaten vorhanden. Private haben wenige Mittel und müssen wahrscheinlich viel mehr darauf achten, wann sie aussteigen müssen. Das kann der Staat ja nicht. Also wenn Sie mal ein Institut gründen, dann wird es noch in 300 Jahren wird es noch da sein. Wie sieht das bei G2W, Religion in Ost und West, aus? Was sind da? Auch, es gibt eine charismatische Gründergestalt, der mit Russland Schweizer Vorfahren hat. Es sind ja auch viele Schweizer 1900 als Käser oder als Handwerker ins Zarenreich gelangt, also der einfach das gegründet hat. Also da auch die Verbindung schon im 19. Jahrhundert, Schweiz, Russland. Wir sind 1972 gegründet worden, weil was ein großer Impetus auch gewesen ist, waren halt die vielen geflohenen Ungarn nach 1956 in die Schweiz, die ja auch sehr reformiert sind oder gewesen sind oder bis heute sind, dass das auch für die Kirchen hier in der Schweiz von Interesse gewesen ist, mehr über ihre Glaubensgeschwister dort zu erfahren.
Und ein dritter wichtiger Impuls, da kommen wir wieder auf die offizielle Schweiz, war natürlich der Kaiserstadt-E-Prozess. Und das Thema Religionsfreiheit war ein wesentlicher Punkt dieses ganzen Kaiserstadt-E-Prozesses, wo auch die Schweiz ja mitgewirkt hat und auch der Gründer unseres Instituts mitgewirkt hat. Aber da sieht man auch die Verknüpfung nochmal, glaube ich, da auch nochmal die privilegierte Rolle der Schweiz im Kalten Krieg, dass man sie als blockfrei, neutral im Prinzip war und ernst genommen hat. Also das sind so, glaube ich, die Impulse jetzt in der Zeit vor 89. Heutzutage würde ich sagen, jetzt um auf ein anderes Standbein zu kommen, neben unserer Zeitschrift haben wir noch mehrere Projektpartner in Russland. Auch laut der Auskunft vom Schweizer Konsul in St. Petersburg sind wir mittlerweile die einzige Schweizer NGO, die noch in Russland aktiv ist, also die im Prinzip Sozialpartnerschaften nach Russland pflegt. Auch in der Menschenrechtsarbeit ist es natürlich unter dem jetzigen Regime relativ schwierig. Unsere Partner müssen hohe rechtliche Auflagen beachten, wir natürlich auch, damit wir sie eben nicht in Schwierigkeiten bringen, wenn wir ihnen Gelder aus dem Ausland überweisen. Es gibt das berühmte Gesetz, das Sie alle kennen oder aus der Presse. Es ist natürlich mittlerweile heutzutage sehr schwierig geworden, in der Schweiz dafür zu werben, warum engagiert man sich in Russland, wozu braucht es da Engagement. Und es sind, glaube ich, eher kleinere Kreise. Ich kann, glaube ich, nicht sagen, dass, du hast so formuliert, warum die Kirchen, sind jetzt nicht getragen von sämtlichen reformierten oder katholischen Landeskirchen oder Kantonalkirchen der Schweiz, sondern auch da, glaube ich, sind es häufig Personen, die einen biografischen oder irgendeinen anderen Bezug zu einem mittel- oder osteuropäischen Land haben. Also wir haben jetzt an all diesen Beispielen gesehen, wie intensiv doch auch die Fäden sind, die die Schweiz mit Osteuropa verbinden, das eben auch sehr aktiv, sei es politisch oder im Rahmen von Stiftungen oder von anderen Organisationen nach Osteuropa gewirkt wird, hat sich auf der anderen Seite auch unser Bild, dass wir hier in der Schweiz von Osteuropa, ich gebrauche immer diesen Oberbegriff, dass wir hier in der Schweiz von Osteuropa haben, hat sich das auch gewandelt? Also stellen Sie da fest, dass diese Fäden auch irgendwie bei uns selbst gewisse Auswirkungen haben oder sind wir immer noch dem Bild des Kalten Krieges verhaftet? Von diesem feindlichen und letztlich fremden Osteuropa. Also was ich in meinem Beruf für eine Erfahrung gemacht habe, und das fand ich eigentlich nach 10 Jahren ganz interessant, ich habe am Schluss noch eine Serie gemacht, 4 Filme, mein anderes Russland, wo eigentlich die Politik keine Rolle gespielt hat, also nicht explizit, aber das hat sich so ergeben und dann gab es ganz viele Reaktionen drauf, ganz positive, wo die Leute mal gesagt haben, ja mal endlich wirklich ein anderes Russland oder ein anderes Bild vom Osten. Und darum habe ich das Gefühl, ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen an uns, das Interesse für diese Regionen, das ist schon groß. Aber man hat vielleicht ein bisschen von der Politik oder so, weiß einfach auch vielfach das Gleiche. Krisen, Korruption und die letzten 5 Jahre mit der Ukraine, wo man mehrere Male 2004 große Hoffnungen hatte und dann 2014 nochmal große Hoffnungen und dann immer wieder Enttäuschungen, dass man vielleicht auch einen Sättigungseffekt hat, was die Politik betrifft, aber eigentlich von den Ländern selber eigentlich gerne viel oder mehr wissen möchte. Das ist meine Erfahrung jetzt als Journalist. Ja, Sie nicken, Frau Honecker. Ich erlebe das auch so, dass das Interesse weiterhin groß ist und dass die Leute gerne ihr Bild verbreitern. Ich erlebe aber auch, dass wenn etwas passiert, zum Beispiel wenn wir Probleme haben mit russischen Spionen in der Schweiz, dann geht das eine halbe Sekunde und wir sind wieder im Kalten Krieg, und weil es so einfach ist. Es ist einfach, wenn etwas passiert, dahin zurückzugehen, wo man es kennt. Und das, finde ich, ist eine gefährliche Tendenz, wo wir wirklich auch damit arbeiten müssen, dass wir eben dann frisch analysieren und uns noch einmal überlegen, was ist das jetzt genau und in welchem Zusammenhang steht das? Ist es unbedingt Kalter Krieg oder ist es etwas anderes? Und da, finde ich, müssen wir die geistige Bereitschaft auch haben, uns da zu investieren. Ja, Herr Ecker, Sie haben, wenn Sie Ihre Projekte vorgestellt haben in Osteuropa, sind Sie da in der Schweiz auch auf offene Ohren gestoßen, jetzt außerhalb von Fachkreisen?
Oder war da auch Unverständnis? Ja. Nein, also das, wenn wir vom Verständnis in der Schweiz reden für Osteuropa, wiederum, ich würde eine gewaltige Grenze ziehen zu Russland. Klar, bei Russland fallen wir zurück in den Kalten Krieg. Übrigens, ich muss nicht diplomatisch sein, nicht zu Unrecht. Es ist meiner Meinung nicht zu Unrecht. Aber wenn wir an Polen denken, wenn wir an Südosteuropa denken, das sind heute Reiseländer. Schauen Sie mal, die jungen Leute gehen in diese Länder reisen. Das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Ich meine, Krakau ist die schönste europäische Stadt. Für mich war Krakau irgend so eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Keine Ahnung. Heute reisen die jungen Menschen aus der Schweiz, sind privilegiert, sie haben Geld, reisen in die Ukraine, machen Ferien, weil es billig ist. Darf man nicht unterschätzen, was das für eine Wirkung hat für dieses Interesse an Osteuropa. Also das ist Europa, das ist nicht eine ferne Geschichte, die unverständlich ist. Meine Söhne, für die ist Europa nun wirklich, Europa geht irgendwo bis nach Russland, für die. Die haben gar nie was anderes erlebt. Ich als Kind des Kalten Krieges mache da noch einen Unterschied, aber die Jungen machen das nicht mehr. Da sind wir eigentlich jetzt beim Anlass des heutigen Abends angelangt, das Jubiläum auch der Osteuropa-Studien, diese 10 Jahre, wo die Universitäten Bern und Fribourg jetzt zusammenarbeiten und diese Osteuropa-Studien pflegen, die Bündelung auch erfolgreich gemacht haben, einer gewissen Osteuropa-Kompetenz und dieses Programm, das inzwischen, ja, Sie haben es wahrscheinlich gehört, über 120 Studierende zählt, ist... Macht das Sinn aus Ihrer Sicht, dass man weiterhin solche Area Studies betreibt, wo man ja trotz allem wieder gewisse Länder in einen gemeinsamen Topf wirft, die doch sehr vielfältig sind und sehr unterschiedlich? Ist das letztlich noch nötig und macht es Sinn? Und wo macht es Sinn aus Ihrer Sicht, dass man sich ganz gezielt auch mit diesen Ländern in so einem Studienprogramm beschäftigt? Also ich würde mal vielleicht da anfangen und Ihnen, Egger, ein bisschen widersprechen, weil jetzt hat man ein paar Mal diese Figur vom Kalten Krieg und ich als Journalist jetzt gesagt, finde ich es problematisch, nicht beim SRF, aber bei anderen Printprodukten, eher aus Zürich, dass dann doch die Metapher vom Kalten Krieg wieder sehr bewusst gestreut wird. Ich finde, dann kommen dann so Kommentare von Ivan dem Schrecklichen über Peter dem Großen, über Stalin, der Russe sei immer so gewesen. Und ich finde, dann wird es gefährlich einfach. Insofern, allein deshalb braucht man kompetente Osteuropa-Wissenschaftler, damit man halt nicht dieses Bild, was, glaube ich, auch medial wieder stärker gezogen wird. Es gibt einen neuen Kalten Krieg. Ich glaube, wir leben, das haben wir auch gehört von Herrn Koschewski, einer anderen Weltordnung. Man kann es nicht mit Kalten Krieg beschreiben, es verschleiert oder es, glaube ich, gibt wenig Lösungsansätze für die jetzige Situation. Das wäre so mein Plädoyer zu sagen, nein, wir brauchen auf jeden Fall eine qualifizierte Osteuropa-Wissenschaft. Und klar, wenn du sagst, kann man immer sagen, man packt Länder zusammen, die ganz unterschiedliche Traditionen hat, Polen, Tschechien, Slowakei, das eher als Mitteleuropa verstehen würde, auch historisch einen anderen Weg haben als Russland, aber ich denke schon, als anwaltschaftlich, dass man einfach sagt, auf diese Region aufmerksam zu machen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Studiengänge für Tschechien, Polen und Russland hätte, dann würden vielleicht noch ein paar sich für Russland interessieren, aber alle anderen Länder in dieser Zwischenzone würden wahrscheinlich kaum noch Interesse finden. Hätte man demnächst Frankreich, Spanien, Russland. Also insofern finde ich, ist es wahrscheinlich von der didaktischen Anlage besser zu sagen, man hat diese Area Studies Mittelosteuropa, wohl wissen, dass man damit Länder mit ganz verschiedenen Traditionen und Politiken zusammenpackt. Aber es erscheint mir immer noch die beste Lösung. Also ob es akademisch gut ist, kann ich nicht sagen, aber ich finde es ganz toll, dass es das Institut gibt. Ich finde das ganz wichtig, weil es gab ja auch in den Medien die Tendenz, zum Beispiel Schweizer Fernsehen hat 2004 das Büro in Russland zugemacht, also das Korrespondentenbüro wurde geschlossen, weil man gedacht hat, das ist jetzt alles stabil und die Region ist nicht mehr interessant. Und da bin ich 2007 zu meinem Chef und habe gesagt, du, ich möchte nach Russland, ich habe das Gefühl, das hat Potenzial, da muss jemand von uns da sein. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir eine Rückkehrgarantie, du kannst es probieren, aber ich sage dir voraus, du wirst in Russland verhungern. Und ich habe in den 10 Jahren jedes Jahr 1 Kilogramm zugenommen. Also das ist ein bisschen Metapher dafür, dass das eben, das ist eine Region, die sehr wichtig ist und die ich habe in 10 Jahren viele Standpunkte verändert oder auch innerhalb von mir selber und auch die Frage, die der Herr Präsident vorher angesprochen hat,
ist die NATO-Osterweiterung, EU-Osterweiterung, war das richtig? Und er hat natürlich ganz viele Argumente dafür, die ich auch nachvollziehen kann. Aber nach 10 Jahren verstehe ich auch Russland besser oder die Menschen besser, dass da ganz eine große Kränkung da gewesen ist. Eine Kränkung, die wir vielleicht im Westen zu wenig verstanden haben. Und das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei der Krim-Annexion, dass das 90% oder 95% der Russen unterstützt haben. Und man hat wirklich gespürt, wie gut das den Menschen in ihrer Seele tut. Und das Verständnis zu schaffen, ist natürlich ganz wichtig, wenn weiterhin geforscht wird. Und gratuliere zu den 10 Jahren. Ich hoffe, dass das noch lange weitergeht. Sie haben ja auch beide zusammengearbeitet, auch mit Kompetenzzentren zu Osteuropa. Ich nehme ja an, vom EDA aus können Sie da vielleicht auch einige Beispiele nennen, wo für Sie diese Osteuropa-Kompetenz, die Sie auch selber natürlich mitbringen, doch auch diese universitäre Osteuropa-Kompetenz sehr hilfreich war. Also zuerst möchte ich etwas Persönlicheres sagen. Ich habe den Eindruck, wenn ich in meinem Arbeitsumfeld schaue, da wo wir Osteuropa-Spezialisten haben, ist die Gefahr weniger groß, dass die sich instrumentalisieren lassen. Weil das Wissen, das Hintergrundwissen, das hilft halt auch gegen Desinformation. Es hilft, wenn ein Gesprächspartner Dinge verbreitet, die halt einfach nicht stimmen. Was immer wieder passiert, ist ja, gehört halt dazu. Die reagieren besser, weil sie einen Boden haben. Und diesen Boden, den eignet man sich nicht in 4 Jahren an. Weil unser Versetzungsrhythmus ist ja 4 Jahre. Man ist 4 Jahre auf einer Stelle und dann geht es weiter. Das heißt, wenn man mit einem Boden ankommt, ist das eine sehr gute Sache. Jetzt die Zusammenarbeit vom EDA mit den verschiedenen Kompetenzzentren, die es gibt in der Schweiz, die ist sehr gut. Wir nehmen nach Möglichkeit teil an den Anlässen. Das hilft uns auch, unsere eigenen Kompetenzen zu verbessern. Wir schauen auch, dass wenn wir interessante Gäste haben, dass die da auftreten können. Das ist normalerweise eine Bereicherung für beide Seiten, vor allem wenn es Fragen und Antworten gibt. Also ich denke, die Präsidenten und Außenminister, wenn die den Austausch haben mit Schweizer Studenten oder mit einem Schweizer Publikum, das ist immer auch für die auch hilfreich. Ich denke, das kann ich dazu sagen. Sie haben bei der Geber-Trüff-Stiftung, glaube ich, verschiedentlich auch auf diese Osteuropa-Kompetenz zurückgegriffen. Welche Rolle hat sie in Ihrer Tätigkeit gespielt? Ja, also wir haben nicht nur zurückgegriffen auf diese Osteuropa-Kompetenz, sondern wir haben den Aufbau von Osteuropa-Kompetenz in der Schweiz in unserem Konzept niedergeschrieben als eines der Ziele dieses Osteuropa-Engagements. So haben wir einen gewissen Anteil auch an diesem Studiengang hier, Bern-Fribourg. Wir haben in Zürich verschiedene, also diesen Kompetenzerwerb mit aufgebaut oder finanziert mindestens, St. Gallen, Basel. Also das war uns enorm wichtig und es wäre natürlich merkwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, das braucht es nicht mehr. Nein, ich bin schon überzeugt, es braucht solide Osteuropa-Kompetenz. Was ich nicht ganz weiß, wenn ich jetzt arbeitsmarktpolitisch rede, und das hört man in einer Universität nicht gerne, arbeitsmarktpolitisch ist es einfach nicht gut, wenn die Leute sich zu sehr spezialisieren, außer sie bleiben in der Wissenschaft. Also ich würde den Studentinnen und Studenten doch anraten, nicht nur ausschließlich Osteuropa-Kompetenz zu akquirieren. Vielleicht gibt es im EDA 3 Stellen, die solche Leute brauchen, aber der Markt tickt anders. Der Markt braucht Spezialisten mit klarer Generalistenausbildung. Aber das war jetzt an die Studentinnen und Studenten gerichtet, nicht an Sie. Also wenn ich nur Osteuropa-Kompetenzen hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber es ist eine Tendenz in unserer Bildungslandschaft, dass man diese Spezialisierung bis in die Studiengänge herunter treibt und das ist schade. Also ich bin zwar hier nur Moderator, aber da erlaube ich mir jetzt doch auch zu widersprechen. Auch das, was ich erlebt habe, auch aus meinem Umfeld, gerade die Beschäftigung mit Osteuropa, das gilt sicherlich auch für andere Regionen der Welt, aber das bedingt ja auch eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem, gegenüber neuen Kulturen, auch die Bereitschaft, Sprachen zu lernen, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich eine hervorragende Basis, um sich über Osteuropa hinaus
auch auf neue Herausforderungen einzulassen. Also ich bin heute auch ganz an einem anderen Ort gelandet und da waren mir, glaube ich, die Osteuropa-Studien oder die russische Geschichte waren mir da kein Hindernis. Also ich sehe das mehr als eine gewisse, dass Leute, die diese Osteuropa-Studien wählen, eben sich zwar auf einen gewissen Raum konzentrieren, aber doch damit eine große, große Offenheit letztlich zeigen, eine Bereitschaft, sich auch auf Neues einzulassen. Liege ich da völlig falsch? Also ich sehe es. Also wenn jemand in Journalismus will und vielleicht auch die Region irgendwie als Korrespondent sieht, ich glaube, so ein Studium wäre absolut top. Nachher, gut, da sind die Plätze. Es gibt auch nicht Tausende von Korrespondentenjobs, aber das Gleiche gilt für den diplomatischen Dienst. Es ist gut, wenn man einen Schwerpunkt hat. Es darf nicht etwas Ausschließliches sein. Aber wenn man sich an einem Ort besonders gut auskennt, dann ist das sicher ein Vorteil. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie gesagt, ich habe das wesentlich mit unterstützt und stehen hinter diesem Engagement auch Jahre danach. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir langsam doch auch zum Abschluss kommen dieser Runde. Wir haben zu Beginn zurückgeblickt. Wenn wir jetzt versuchen, auch etwas in die Zukunft zu blicken, wo liegt Ihre Hoffnung im Verhältnis Schweiz-Osteuropa, in der Entwicklung Osteuropas in den nächsten Jahren? Wo sehen Sie da, wenn Sie eine Prognose wagen müssen, wo sehen Sie da die größten Herausforderungen, aber auch Chancen, die nach wie vor bestehen? Also gut, für meine Region, eben nochmal Russland, Ukraine, so, da bin ich leider kurz- und mittelfristig eher skeptisch. Das sieht eher nach, also manchmal habe ich das Gefühl, man muss hoffen, dass es so bleibt und nicht schlimmer wird. Also weiter hoffen, dass es langfristig vielleicht mal irgendwie eine Änderung kommt, die innerhalb vom Land entsteht. Das ist das Wichtigste. Ich glaube nicht, dass man das mit Druck oder so von außen bringen kann. Aber also im Moment, also ich selber bin eher skeptisch. Ja, Frau Honecker. Ich nicht unbedingt. Also ich finde, erstens mal sind wir weiterhin im Aufbau. Wenn ich unsere Beziehungen anschaue, ich würde jetzt Mitteleuropa weglassen, aber mit dem Westbalkan und mit Osteuropa, dann denke ich, können wir noch sehr viel intensivieren. Ich habe zum Beispiel nachgeschaut, wie viele Staatsbesuche wir in der Schweiz gehabt haben seit 1989 aus dieser Region. Einen einzigen Staatsbesuch in 30 Jahren. Medvedev. Ja. Und da denke ich, können wir wahrscheinlich an unseren Beziehungen noch arbeiten. Wir haben jetzt im Mai in Belarus eine Botschaft eröffnet. Ich finde, das zeigt auch, dass sich die Gewichte zum Teil verlagern. Wir sehen auch interessante Tendenzen, zum Beispiel in Armenien, wo sich eine Bürgerbewegung herauskristallisiert, die wir nicht erwartet haben. Wir sehen auch interessante Bewegungen in der Ukraine. Also ich finde, einfach so negativ zu sein und zu sagen, ja, da geht jetzt alles abwärts, das würde ich nicht so sehen. Ich finde, sogar in Staaten, wo wir es mit schwierigen Regierungen zu tun haben, da leben ja auch noch andere Menschen und die schauen und die lesen und die tauschen sich aus. Ich bin trotzdem weiterhin eher positiv, dass eben dieses Europa trotzdem eine Heimat bietet für all diese Menschen. Ja, ich bin Berufsoptimist, ja, das glaube ich auch. Wir haben noch nicht eine lange Tradition. Wir stehen am Anfang einer ausgezeichneten Entwicklung. Hätten wir das gedacht, 1989, was wir jetzt in Mittel- und Osteuropa vorfinden. Und wir machen diese kleinen Zuckungen in Polen und Ungarn, machen wir jetzt längerfristig gedacht keine großen Probleme. Wir müssen einfach akzeptieren, das ist unsere Herausforderung, dass sich da längerfristige Entwicklungen abspielen, die wir vielleicht nicht in einer Art von
ja, fast neukolonialistischer Manier einstufen können. Warum machen die das jetzt nicht sofort? Sondern wir müssen Geduld haben. Aber die Zeit spielt für die, für diese definitive Erweiterung, ob jetzt das dann die EU ist und wie viele da irgendeinen Exit machen, spielt gar keine Rolle. Ich finde zum Beispiel, also ich verstehe mich 100% als Europäer und Sie wissen, wir sind ein außereuropäisches Land. Also wie dieses Europa dann aussieht, ist eine andere Frage. Aber Mittel- und Osteuropa, super. Das wäre jetzt fast ein Schlusswort, aber das ist noch nicht ganz das Schlusswort. Also ich wäre auch eher optimistisch, weil es gibt ja auch positive Beispiele, Rumänien, Slowakei, wo wir gesehen haben, es gibt eine starke Zivilgesellschaft, die auch im Prinzip die Mächtigen stoppen kann. Ich würde auch sagen, diese Dichotomie hier, die Schweiz, der Osteuropa, ist ja aufgrund der Migration eh nicht mehr gegeben. Wir haben mittlerweile so viele Menschen aus dem vormaligen Ostblock, die hier leben. Mit Blick auf die Herausforderung würde ich eher sagen, oder auch mit Blick auf Migration gibt es ganz neue Herausforderungen. Ich verstehe subjektiv, dass jeder oder jede abwandern möchte, wer hier in der Schweiz eine bessere Zukunft hat. Es wird aber enorme Probleme geben in den jeweiligen Ländern Mittelosteuropas. Laut neuesten Zahlen 2050 teilweise Länder bis -30%. Und es ist halt einfach, finde ich, auch problematisch, wenn wir hier im Westen zum Beispiel Pflegekräfte rekrutieren und ganz gezielt rekrutieren. Das macht die Bundesrepublik, dass man auf den Westbalkan fährt. Das ist natürlich für uns angenehm und verständlich, aber wirft natürlich die Länder vor enorme Herausforderungen. Ich denke, das sind wahrscheinlich eher so Themen der Zukunft. Herr Recker, ich greife Ihr Votum auf. Osteuropa ist top. Ich möchte mit einer persönlichen Note oder einer persönlichen Frage an Sie schließen. Wenn Sie jetzt auf die letzten 30 oder auch mehr Jahre zurückblicken, welches war Ihr schönstes Erlebnis, Ihre schönste Begegnung, die Sie mit Osteuropa in Verbindung bringen? Das Highlight, wir wollen ja eigentlich das Publikum hier doch auch, die nicht ohnehin schon Osteuropa-Studien belegen, doch dazu anhalten, diese Herausforderung und auch diese Chance, Osteuropa kennenzulernen, zu ergreifen. Jetzt lassen Sie mich nicht im Stich. Na gut. Na gut, ich fange vielleicht mit dem Banalsten an. Das sind die Geburt meiner zwei Kinder. Eins ist in Moskau geboren und das andere in Petersburg. Und das als Schweizer, wenn man ja die Medizin in der Schweiz gewohnt ist, dann ist man ja immer skeptisch, ob man so eine Geburt, also ich weniger, aber meine Frau dann in Russland haben will. Und das ist beides mal ganz toll über die Bühne gegangen, mit ganz tollem medizinischem Personal. Und das war so etwas, ja, eine positive Schlussnote von meiner Seite. Ja, also oder Sie haben so viele positive... Das ist die Qual der Wahl. Also ich mache zwei ganz kurze. Ich bin vor 3 Wochen Pate geworden eines Mädchens, das in einem nicht anerkannten Land lebt, in Arzach, früher hat man Nagorno-Karabach gesagt. Die Art und Weise, wie mich der armenisch-orthodoxe Kardinal, würde man wahrscheinlich sagen, auf Herz und Nieren geprüft hat, ob ich also ein Missionierer sei, da ich doch aus dem Westen komme, ob ich wohl die armenische Kultur respektiere. Also das habe ich wunderbar gefunden, dieses Gespräch auf sehr tiefem theologischem Niveau. Und andererseits in der Familie dieser Pate zu spielen, das hat mich sehr berührt. Das zweite ist auch ein ganz menschliches Thema. Ich habe vor 2 Jahren wurde ich eingeladen, spontan in Georgien von einem, hier würde man sagen, Schrebergärtner. Also Georgien importiert ja 80% der landwirtschaftlichen Güter, lustigerweise, obwohl es ein Agrarstaat ist. Und da hat mich dieser Schrebergärtner eingeladen, um zu zeigen, was er als privater Unternehmer alles produziert. Und ich musste mich also durch alles Mögliche durchessen und durchtrinken. Und das war wunderbar. Dieser Absturz, das war sensationell. Also das Menschliche, das letztlich doch das ganz Zentrale ist, eigentlich eine banale letztlich Feststellung, aber das auch zeigt, wie viel uns eben auch verbindet mit den Menschen in Osteuropa, in Anführungszeichen. Also eine vielleicht Erinnerung, die jetzt gerade, das passt doch zur Schweiz, Kontakte Osteuropa. Letztes Jahr war ich auf einer Studienreise in Lviv und da hat uns auch jemand begrüßt an der dortigen Uni.
30 Jahre älter als ich, aber der unsere Berichterstattung schon aus dem Kalten Krieg kennt, der mir noch mal 5-mal gedankt hat, obwohl ich da noch gar nicht geboren gewesen bin, aber es auch zeigt, dass die Kontakte Schweiz, in diesem Fall Ukraine, auch schon über 30, 40 Jahre laufen, dass immer auch die Dankbarkeit bei bestimmten Leuten sehr groß ist, dass man auch noch während des Kalten Krieges oder zu Zeiten des Kalten Krieges über sie berichtet hat. Ich habe unglaublich viele Highlights erlebt, aber ich würde jetzt mal ein ganz anderes nennen. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren eine Reise ans Weiße Meer gemacht und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil ich habe in Moskau gewohnt und dann aus diesem Moskau, sehr dicht besiedelt, kommt man da raus und fährt mit dem Zug an dieses Weiße Meer und das sieht aus wie in den Alpen, nur flach gerollt. Mit Seen und die untergleichen Vegetation, aber alles flach. Und es hat keine Menschen, dort wohnt niemand. Es hat pro Dorf 2-3 Leute. Und ich habe mir gesagt, in unserer Welt, wo wir überall dichten Stress haben und Übertourismus und die ganzen Diskussionen, da gibt es jetzt echt noch Flecken, wo man hingehen kann. Und man trifft ganz einzelne, sehr spannende Leute, aber es ist so, dass dieses Sorgfältige, weil eben wenige, dass man dort trifft. Das fand ich sehr schön und berührend. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben bei Ihnen allen das Interesse an Osteuropa noch verstärkt. Vielen Dank Ihnen für diese angeregte Diskussion. Ich glaube, die meisten wohl auch schon hungrig am Ende des Abends angelangt. Ein Abend, wo wir ganz bewusst versucht haben, einen Brückenschlag zu machen zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen die breite Palette an Themen zu zeigen und Ihnen vielleicht auch etwas zu zeigen, was wir den ganzen Tag tun. Ja, während wir gerne unsere Gäste mit einem kleinen Präsent beschenken für die Arbeit, die sie in diesem warmen, wenig sauerstoffarmen Raum geleistet haben, möchte ich gerne Ihnen allen ganz herzlich im Namen der Osteuropa-Studien und meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Raum für Ihre Aufmerksamkeit danken und Sie gleichzeitig ganz herzlich einladen zum Apéro Riche. Es findet statt in der Großen Schanze, immer Richtung Alpen. Es ist direkt vis-à-vis hier vom Hauptgebäude und wir würden uns freuen, mit Ihnen anzustoßen. Einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Applaus